So, damit hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Ja, jetzt gibt es nach 5 Tagen wieder ein Video. Es gibt jetzt nämlich das Wochenendwetter. Und ich kann auch ein bisschen über die nächste Woche sprechen. Die Wetterlage, die wird sich jetzt, die Großwetterlage wird sich jetzt so langsam verändern. Das heißt, dass wir jetzt so langsam diesen typischen mitteleuropäischen Sommer bekommen werden. Sorry, falls ihr jetzt irgendwelche Geräusche hört. Meine Mutter, die bereitet schon Sachen für ihren Geburtstag, heute feiert sie nicht. Deswegen kann es jetzt ab und zu mal ein bisschen lauter werden. Aber auf jeden Fall, jetzt am Wochenende kommen schon die ersten Gewitter aus dem Südwesten. Und die können schon auch richtig heftig ausfallen. Aber heute sind eher so in den Bergen, so im Bergland, erste Gewitter möglich. Und die können auch schon recht kräftig ausfallen mit Starkregen und Hagel. Und ja, morgen kommen dann auch im Süden dann Gewitter. Da kommen schon die ersten Gewitter und diese werden sich dann im Laufe der nächsten Woche dann so langsam Richtung Norden ausbreiten. Und ja. Dann wird es nämlich so sein, dass das Azore hoch, nämlich bis nach Süden rutscht und so dann diese Hochsommerwetter nach Westen, nach Osten treibt. Und dann kriegen wir hier immer richtig schön Sonne. Und da kommen dann immer wieder dann diese Unwetter, wo es dann eine Abkühlung gibt und so weiter. Kennt ihr das ganze Spiel vom letzten Jahr? Aber ich mache mal kurz Fenster zu, bis gleich. Ja, und diese Gefahrenzone von den Gewittern her wird sich dann ab dem Dienstag so langsam weiter nach Norden verlagern. Und dann kommen auch dann nach Hessen, Nordrhein-Westfalen und auch generell die mittleren Landesteile auch dann langsam die Gewitter an. Und ja, dann geht es dann langsam los. Nur Leute, ich habe ein einziges Problem. Wir fahren den 24. Juli in Urlaub und genau in dieser Zeit soll diese sumpfige Wetterlage entstehen. Das heißt, dass da immer wieder Gewitter kommen und dass dann diese schwülheiße Luft kommt und daher könnte ich ein paar Gewitter verpassen. Das war aber, hatte ich mir auch schon vorher gedacht, dass das passieren wird, weil ich habe nie Glück, selten habe ich Glück. Und ja, das belastet mich da schon ein bisschen sehr, als ich das Video gesehen habe, wo sie gezeigt haben, dass diese Wetterlage, die jetzt zurückkommt, die wir schon Anfang Juni und Ende Mai hatten. Aber also damit noch nicht genug. Ich habe sogar gelesen, dass wenn wir zurückkommen, das ist der 4.8., dass genau da die Temperaturen in den Keller rutschen, beziehungsweise auf Normalstand, weil Ende Juli soll es ja überdurchschnittlich warm sein und Anfang August soll dann die Temperatur auf den Normalwert gehen. Und ja. Ab dann wird er noch kommen, ich hoffe es mal, weil das wäre echt sonst echt scheiße. Aber vielleicht, ich fahre nach Italien übrigens, nach San Giovanni Alnatisonne. Das ist ein langer Name, weil ein langer Ortsname. Und das ist so im Nordosten von Italien. Und ja, vielleicht kommt da ja auch Gewitter. Also jetzt wird für die nächste Zeit Gewitter da angesagt. Vielleicht kommt da ja auch was hin. Aber das ist halt, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen zu früh, um das zu sagen. Aber vielleicht kommt das ja auch gar nicht so, also hier in Deutschland, dass es dann so eine sumpfige Lage wird. Wer weiß. Auf jeden Fall soll es ab Mitte nächster Woche so langsam schwüler und auch heißer werden, weil dann die Unwettergefahr natürlich auch hoch ist. Und ja, ich würde sagen, das war's von dem Video. Ist etwas kürzer jetzt, aber ich wollte da auch wieder ein Video machen. Vielleicht mache ich ja auch Unwetter Spezial nächste Woche, muss ich mal schauen, wie ich Bock und auch ob Zeit dafür habe. Ja, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, die nächsten Tage wird es erstmal noch ruhig zur Sache gehen. Eher nur so im Süden Gewitter, am Alpenrand und im Schwarzwald. Und dann kommen dann langsam die Gewitter weiter nach Norden voran und breiten sich dann auch in der Landesmitte aus. Und das werde ich dann weiter beobachten, wie sich das Ganze dann entwickelt. Und ja, würde ich sagen, dass wir uns einfach im nächsten Video wiedersehen. Das ist dann wahrscheinlich am Dienstag oder Montag, je nachdem, ob ich ein Mutter-Spezial mache oder nicht. Und würde ich sagen, Leute, wir sehen uns dann einfach. Haut rein und ciao, ciao. Aber wie gesagt, ich hoffe einfach mal nicht, dass es genau in der Zeit, wo ich weg bin, dann so kracht. Klar kann man das nicht beeinflussen, aber es ist halt irgendwie scheiße. Sie hätten das ja so machen können, 3 Wochen vorher, und dann hätte es doch gepasst. Die letzten Wochen ist ja nichts passiert, gar nichts. Und ausgerechnet jetzt soll es, beziehungsweise dann in 2 Wochen soll es dann so abgehen. Naja, hoffen wir mal nicht, dass das passiert.
Vielleicht kommt er auch in Italien, wie gesagt, das an, aber da weiß ich halt nicht. Haut rein und ciao, ciao.